Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft After Humans. Ah ja, wir wollten die Resonance Strongbox bauen. Genau das war's. Resonance Strongbox. Einfach weil wir es können. Zack, boom. Fertig hier, Glas rein. Und jetzt das Ding bauen. So. Dann bauen wir nämlich hier noch einen kleinen zweiten Filter so gesehen ein. Setz jetzt da einfach mal ein Kabel hin. So, und dann kommt, so gesehen, alles, was hier von der Quarry kommt, geht jetzt hier in die Kiste erstmal rein. Wenn denn was ankommt. Das ist ja nicht das Problem. Und wir müssen dann hier noch irgendwie, ja, wie machen wir das denn? Ich will das so cool haben wie da. Das Problem ist, der muss erstmal. Die Quarry baut auch gerade überhaupt nichts ab. Oh ja, stimmt. Da war ja was. Ich glaube, die funktioniert aktuell nicht. Doch, funktioniert sie. Okay. Wie sieht es eigentlich hier mit unserem System aus? Ah ja, okay. Na, immerhin wird hier schon einiges gefiltert, ne? Also nicht alles, aber. Das meiste wird ja gefiltert. Ist halt schwierig, so eine Anlage zu bauen, ne? Oh. Kann es sein, dass der wieder. Ja, natürlich. Oh ja, hier. Zack. Deswegen, die verliert gerade die Energy, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist wieder gut, oder? Naja, jetzt ist wieder. Jetzt ist er wieder bei seinen 3000. So, ich hole mir auch mal die Yellowium-Blöcke mit. Weil wir verbraten ja auch ziemlich viel für unser. Ne? Ich könnte hier eigentlich auch dieses System machen mit, dass der hier. Dann müsste ich den Export hier wohl nur rausziehen. Ach nee, der macht ja aus dem, der macht ja instant. Ja. Gut, dass wir dieses Terminal haben. Ach du Scheiße, was ist denn mit dem Plutonium-Plastid? Das ist ja explodiert. Deswegen hat das gestockt. Alter, Plutonium haben wir auch so ultra viel einfach nur. Vor allem muss ich das alles noch zusammen craften. Oh. Kann ich nicht einfach alles rausschmeißen? Irgendwie so mit Shift? Ja, hier. Ja, moin. So. Ich pack das mal alles schon weg. Alles, was hier so rumschwirbelt. Jetzt ist schon tot. Ja. Hier einfach überall, weißt du, dieses radioaktive Material. Nee, ist ja nicht radioaktiv, ne? Das Loch muss ich mal ran. So. Haben wir alles? Alle 3 Millionen Blöcke, die hier rumgeflogen sind? Ich glaube schon. So. Plutonium. So. Das ist noch Cyanid. Pack ich jetzt auch mal erstmal hier rein. Alter, was wir hier machen müssen, ne? So, das Ding läuft wieder. Die Quarry kriegt, glaube ich, genug Strom jetzt wieder. Ja, ja. Ja, die war gerade am Endpunkt angelangt. Okay, das funktioniert also alles. Ja, diese Anlage brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Diese Yellowium Refinery Anlage. Die ist ja eigentlich komplett irrelevant geworden, ne? Ja. Habe ich hier einen Yellowium Filter drin? Also, dass der Yellowium aufnehmen darf? Ja. Yellowit Ore. Dann kann ich das ja hier eigentlich raus entfernen, ne? So, dann haben wir hier diesen Filter. So, und hier war ja ein Yellow Reed Insert. Das kann ja eigentlich alles weg, ne? Das haben wir ja eh nicht wirklich benutzt. Was ist das hier? Ah, das ist Reactor Energy. Ja, stimmt, die ist ja für den Nether gedacht, ne? So, und diese Kiste brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Hier würde ich auch gerne ein Tesseract einfach dran setzen. Dann müsste ich aber den Port hier hinten ändern, ne? Obwohl, eigentlich nicht, ne? Eigentlich könnte ich einfach sagen, ja, gib mir.
Ja, gib mir Lelorium, ne? Müsste doch einfach reichen. Müsste theoretisch reichen. Aber ich mach das mal anders. Ich hole mir die Blöcke noch raus. Pack die hier rein. Ja, also dieses automatische Lelorium-Krams, das brauchen wir nicht mehr. Was kommt hier rein? Hier kommt der ganze Schmuh rein, ne? Naja. Genau. Flint kann auch raus. Das braucht auch nicht hier im System zu liegen. 4000, Alter. Naja, egal. Das kann jetzt erstmal da drin bleiben. Aber die Filter brauchen wir eigentlich nicht mehr. Weil das ja alles eh hier extracted wird. Was ist denn hier? Hier ist Extract Always Active einfach. Okay, hier ist, kommt das. Ja, aber wo kommt das hin? Wohin wird das gesendet? Alles andere Input? Ach, das ist auf einer Blacklist. Ah, lol, das ist gar nicht auf der Blacklist, diese ganzen Corel-Shit hier. Kelp und so ein Scheiß ist gar nicht mehr da drauf. Und ich frage mich schon, warte, ist das alles dasselbe so gesehen? Dann mache ich hier einfach Blacklist, das Ding hier. Weil das darf ja nicht da rein. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo das ganze Kram herkommt. Eelgrass, ja, ich weiß, die Musik ist irgendwie weg. Ich weiß auch nicht, warum. Die Shards, die Corals müssten alle funktionieren, theoretisch. Weil das über ja den großen Filter läuft. So, dann haben wir hier noch Eelgrass, Kelp, dat. Habe ich noch nicht eingestellt. Deswegen haben wir unser System so vermüllt, weil ich das hier nicht richtig eingestellt hatte. Das ist ja eine Blacklist. Hier darf das nicht reinkommen. Und die Musik ist zu Ende. Gehen wir mal auf die nächste und gehen irgendwo auf irgendwas. Keine Ahnung, was das für ein Lied ist. So, okay. Jetzt haben wir das auch mal gefixt. Also so halbwegs zumindest. Warum hier Yellowreed noch drin ist, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Ich muss das alles rausschmeißen eigentlich, ne? Ich muss das alles rausschmeißen. So, das ganze Yellowrit. So, let's go! Alter, 12k! Ich bin froh übrigens, dass die Quarry funktioniert, ne? Muss man ja auch mal sagen, ne? Nach dem Restart, dass die trotzdem noch funktioniert. Alter. 11 Millionen Blöcke. 11 Millionen Blöcke einfach. Und diese Anlage ist super geil. Das funktioniert hier echt sehr, sehr gut tatsächlich. So. Das habe ich hoffentlich jetzt alles relativ gut eingestellt. Jetzt müsste das eigentlich alles nur noch hier ankommen. Also falls wir mal wieder so einen Riff abbauen. Gut. Dann gehen wir mal zurück zum Central Core. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Zack, zack. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, die Filter weiß ich jetzt gar nicht. Ich nehme mal trotzdem die Filter raus. So, und dann müssen wir hier jetzt irgendwie einen schönen Channel machen. Wie machen wir das denn, damit es schön aussieht? Mit Cable Facades eigentlich, ne? Aber dann verbinden sie sich, die sich trotzdem, ne? Ich müsste eigentlich hier was anders machen, und zwar, das wäre zwar dann trotzdem nicht symmetrisch, aber übrigens müsste ich Ach nee, ich bin ja auch blöd! Ich könnte ja auch einfach sagen, ja, das könnte, warte mal. Ja, mach das mal weg. Da kommt aktuell nichts an. So, hier Insert. Hier können wir den Insert machen. Dann machen wir hier direkt einen Extract. Item.
So, das wird dann einfach, das ist dann einfach nur die Verbindung von der Chest. Extract always active. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dann kommt eigentlich der Exportbus schon ins Spiel. Wir exportieren einfach vom System ein paar Sachen. Kann ich nicht einfach hier durch? Genau, weil hier liegt das fette Kabel. Und dann lege ich einfach von hier ein fettes Kabel einfach hier rüber. Wir haben das normalerweise noch. Cable. Wir haben kein grünes mehr. Okay. Dann müssen wir das craften. Ich mache da auch direkt das fette Kabel, weil, ne? So, dann brauchen wir Lime. Zack. Zack. Dann machen wir. Ich glaube, 16 müssten reichen. Zack. Dense Cable Lime. Wir müssen das natürlich auch schön bauen. Ist ja logisch. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich hier diese Blöcke wegmachen muss. Das ist ein bisschen Skari. Ein bisschen Skari ist das. So, ich brauche noch Black Blöcke. Black. Smooth Black Sound. So. Soll ja auch schön aussehen trotzdem. Wenn man es nicht wirklich sieht, aber es ist trotzdem irgendwie wichtig für mich. Mache ich jetzt hier einfach weiße Wand? Ja, komm. Nee, geht nicht, weil ich nicht genug habe. Dann mache ich schwarze Wand. Blackstone habe ich eh genug. Zack, zack, zack. So, und kommt hier oben das White. So. Ja, das ist in Ordnung. Alles gut, alles gut. Jetzt wird das Dense Cable erweitert. Und bekommt hier seinen Channel Export. Warte, wir werden erstmal das Ding anschließen. Zwei Capacity Cards und zwei Acceleration Cards. Und dann werden wir hier den ganzen. Warte, das noch nicht. Ne, das auch nicht. Ja, wichtig, nicht alles. Stimmt. LED, Silver, Nickel nicht, Adite und Kobalt von mir aus. LED Ore und Silver Ore. Genau, die dürft ihr exportieren. Und ja. Was wird denn aus dem System exportiert? Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und das nicht. Der Rest ist egal. Ja. Dann können wir das so connecten einfach. Zack. Der wird jetzt online gehen und wird hier alles reinballern. Und ja. Ja. Ja, uns fehlen ein paar Blöcke, aber das ist egal. Ich mache hier einfach die Dinger drüber. Dann ist das auch schon gut. Ja, LED Ore wird hier. Extract always active. Müsste jetzt in die Maschine reingehen hier. Insert. Ach, das ist ein roter Kanal. Ah, okay, deswegen. Natürlich habe ich das vergessen, dass das ein roter Kanal ist. So. Red wird extracted. Und hier war es, glaube ich, auch nicht grün, sondern ich hatte hier wahrscheinlich auch einen. Ja, rot. Insert Red. Ja. Das war rot. Deswegen. Jetzt müssen die Maschinen auch alle an. Jetzt gehen die wahrscheinlich auch gleich alle an, weil das so ein Rohstoff-Overflow ist. Sage ich ja.
Ja, die Maschinen sind ein bisschen überlastet und wir haben keine Speed-Upgrades. Hier, da, Speed-Upgrade. So, hier, gönnt euch. Das geht jetzt geht ein Stack pro Sekunde raus. So, und weil ich jetzt das schneller machen will, machen wir sogar einen zweiten Channel. Extract always active. Let's go. Doppelter Speed. Ah, ja, ja, das geht schon schneller. Das gefällt mir schon besser. Alter. Die ganze Maschine läuft. Ja, und die fangen gleich auch alle an zu laufen. Holy shit. Aber so haben wir wenigstens diesen Overflow raus. Ja, also dadurch können jetzt alle Maschinen erstmal arbeiten. Und wir haben wahrscheinlich einen heftigen Output. Hier ist wahrscheinlich schon alles voll. Nö, noch nicht. Noch werden die Dinger gefüllt. Alter. Holy shit. Wie die ganze Maschine einfach läuft. Ja, das ist jetzt Overflow, ne? Also jetzt habe ich gerade die Curry auch ein bisschen gekillt. Weil die ja auch Rohstoffe noch zurückgehalten hatte. So, das heißt, die Dinger können rein. Die werden jetzt eh gleich alle rausgesogen. Das ist mir egal hier. Man kann auch noch mit da rein. So, und jetzt müssen wir uns um diese Sachen kümmern. So, dafür müssen wir nach hier hinten. Hier müssen wir genau das gleiche eigentlich machen. Eine Kiste irgendwie als Zwischenspeicher. Ja, wie mache ich das? Da müsste ich eigentlich das blaue Kabel hier so ein bisschen zerstören. Das will ich aber nicht. Ich will das blaue Kabel nicht zerstören. Da ist ein Flugskabel, ne? Da unten. Ich brauche halt nur die Connection zu einem ME-System und halt noch Kiste, damit die Kiste vollgepackt wird mit Rohstoffen, die dann auch verarbeitet werden nach einer Zeit. Was ist hier? Hier ist ein Importbus. Ja, okay, das heißt, er zieht alles ins System. Wir haben keinen Exportbus, damit hier auch Sachen reinkommen. Ja. Könnte sagen, theoretisch könnte man hier eine Kiste machen. Oder hier an der Ecke. Ne, das dürfen wir nicht, weil hier schon ein Connection-Problem wäre. Wir müssen dann die Kiste hier machen. Dass die Rohstoffe bekommt. Hier drüber einfach einen Import-Bus machen. Und hier dann einfach wieder... Ja, das könnten wir so machen. Ja. Das können wir so machen. Dann holen wir das Ding weg. Haben wir noch eine Resonant? Resonant Strongbox. Ach, die kann ich ja nicht craften. Ich hasse das, dass ich damit nicht craften kann, ne? Resonant Strongbox. Yeah, Resonant Strongbox. Und ich mache mir auch direkt mal mehr, so. Zack. So, drei Stück. Jetzt baue ich die mir noch jedes Mal immer einzeln. Irgendwann bestelle ich einfach einen ganzen Stack dazu. Von diesen Boxen. Aber ich finde, die sehen am coolsten aus und haben auch viel Kapazität. So, jetzt das einzige Problem, wir müssen uns kurz hier durch, weil der hat ja einen braunen Extract und das heißt, der braucht einen braunen Insert. Ach, der hat ja schon hier. So, Priorität plus 1. So, dann machen wir hier Extract, always active, Channel natürlich auch braun. Das heißt, alles wird sowieso extracted. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier unten einen Importbus anschließen. Am liebsten würde ich das Kabel wegmachen vorher. Ja, das ist nämlich nicht so ultra wichtig. So, jetzt brauchen wir eine Capacity Card. Das reicht schon, dann machen wir 3er Speed Upgrade. So. Wir brauchen nur Nickel, Ferrous, Shiny und Yellowhead. Cinnabar, darf das hier rein? Das darf eigentlich nicht hier rein, ne? Stimmt, das Cinnabar wird ja eigentlich automatisch aus dem System rausgezogen, sowieso. Ja, nee, dann reicht das so. Hatten wir nicht gerade Gold in der Kiste? Ja, hatten wir. Dann packe ich einfach auch noch Gold mit rein.
damit das System weiß, okay, ich darf diese Ores nur rausziehen. So, habe ich Ores active? Ja, ich. Die Kisten sind voll Cinnabar. So, das ist jetzt aktiv. Das heißt, der exportiert jetzt diesen ganzen Kram gleich in unser System. Damit hat das eigentlich schon gut funktioniert. Ja, hier fängt es schon an. Nickel kommt rein. Ja, funktioniert. Funktioniert schon. Jetzt funktioniert's. Naja, also jetzt wird der ganze Stuff reingepumpt. Problem ist, wir haben einen Overflow and Cinnabar. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hilfe bietet eine wunderschöne Draw. Draver. Machen wir so einen irgendeinen Draw einfach. Irgendeinem Holz, das wir haben vielleicht. Danke. Dann brauchen wir noch Upgrades. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, das reicht schon. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, dann machen wir einen Zwischenspeicher für Cinnabar einfach. Weil hier wird ja Cinnabar permanent extracted. Und dann müssen wir es halt so machen, dass hier erstmal der Insert von, was ist das? Was ist das für eine Farbe? Red. So. Mit Priorität 1. So, dann müssen wir dieses Cable entfernen. Warte, da hole ich mir lieber eine Wrench. Wrench. Eine Jedi Wrench, genau. Item Conduit, so. Ist die nach oben hin connected? Nee, ne? So, dann mache ich den weg. Okay, so, der ist weg. Und hat jetzt so gesehen keinen Verbund. Das heißt, aller Cinnabar, der hier drin ist, geht sowieso jetzt erstmal in, oh, hier sind auch noch Jelly Crew of Theum. Cool. So. Ah ja, warte, ich muss nur die Upgrades. Zack. So, die Jelly Crew of Theum Buckets müssen wir auch noch rausholen. So. Packen wir mal direkt ins ME-System. So, da oben hört ihr schon den Schneemann arbeiten. So. Zack, 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 zack. Und alles da rein. Und dann machen wir jetzt hier einfach einen Kabel, der einfach so geht. So, Extract Always Active Channel Red. Und, oder nicht Always Active. Active with Signal vielleicht. Dass wir hier erstmal so einen Zwischenspeicher haben. Ja, genau. So, hier ist jetzt erstmal Cinnabar. Cinnabar, Cinnabar. Ah, hier ist auch schon. Macht die Maschine was? Ja, die macht schon was. Die machen schon was. Hier ist zu viel Gold. Brauchen wir ein bisschen Cinnabar. Ja, Gold kommt halt sehr viel rein, ne? Da kann es schnell zu Problemen kommen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich lasse das mal aktiv hier. Active always, ja. Weil sonst wird das hier kein gutes Ende nehmen. So, die ganzen Jelly Crew Theums ausschmeißen. Ins System rein. Zack, 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 zack. Das Gold können wir eigentlich auch wieder ins System. Das können wir auch schon ins System. Ja, das kann auch schon alles weg. Das kann weg. Die behalte ich noch. Du kannst weg. So. Dann haben wir das so gesehen schon mal ein bisschen aufgeräumt. Extract. Ja, extracted doch. Aber wohin? Ach, der macht jetzt erstmal die Kiste voll. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Aber, ja, da komme ich jetzt nicht drum herum. Das ist halt shiny. Da komme ich nicht drum herum. Aber egal. Lieber so als andersrum. So, jetzt ist die Maschine auch mal wieder am Arbeiten hier. So geile Creotheum-Maschine.
Hat bis gerade zumindest noch gearbeitet. So, und Cinnabar müsste ja eigentlich immer hier extracted werden, ne? Ja. Ach, der hat keine Speed-Upgrades, ja. Dann mach mal hier. So, hopp, 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 Speed-Upgrades. Gönn dir alles Cinnabar, was es gibt. So, das heißt, unser Upgrade hat ja eigentlich funktioniert. Wir haben hier den Puffer. Hier den Channel, dass wir hier diesen ganzen Kram extracten dürfen. Dass das alles hier reinkommt, in die Kisten aufgeteilt wird. Also das dient ja nur als Puffer. Wenn das einmal durchgelaufen ist, ist das kein Problem, ne? Also das ist jetzt nicht die Sache. Aber, ne? Also, ne? Ne? So, ich glaube, ich würde sogar... Ah, ich kann keine Priorität machen, ne? Darf ich hier eine Priorität einstellen? Schon, ne? Wenn der eine Priorität hat, weil Gold kriegen wir am meisten. Wenn der eine Priorität hat, macht er ja immer zuerst diese Kiste voll. Theoretisch. Und danach erst die anderen. Hm, naja. Müsste so funktionieren, also... Tut es ja auch. Die Maschine hat sich ein bisschen beruhigt... Ist aber trotzdem noch hardcore dran. Ach, weil die Maschine auch offen hat. Ja, hier ist schon hardcore am Gehen. Das ist krass. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Rohstoffproduktion ohne Ende. Oh, wir haben fast 4000 Scheine. Eieieiei. Oh, und Gold haben wir auch wieder 2000 mehr. Kann man ja machen. Ist normal. Jedi Wrench kann ich wegpacken. Crescent Hammer, jo. Ja. Ich bin zufrieden, was wir geschafft haben. Ich gehe mal nach... Oh. Kann es sein, dass die Turbinen auf Max sind? Ja, die sind auf 1700. 28 fucking 1000 RF. Pro fucking Tick. Das heißt, wir dürfen sie endlich anschließen. Unsere... Darf ich heißgeliebt sagen? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!